Ich möchte in einer Stadt wohnen, die bunt ist und die vielfältig ist. Und ich bin heute hier, um mein Gesicht zu zeigen gegen Rassismus und gegen Fremdenfeindlichkeit. Wir sind dafür, dass Flüchtlinge einfach mal hier willkommen sind, weil die das gute Recht haben, sich hier zu melden. Und wir uns das als Wohlstandsstaat leisten können sollten. Refugees are welcome. Ich bin hier, weil es mir wichtig ist, für ein weltoffenes, tolerantes Magdeburg, für viele Menschen miteinander, mit einem respektvollen Umgang einzustehen. Das Ganze nicht nur in Magdeburg, denn Asylrecht und Menschenrechte werden nicht nur für einzelne Menschen. Ja, ich bin Dr. Moavi Al-Hamid. Ich bin der Erstvorsitzende der islamischen Gemeinde Magdeburg. Magida heißt das nur eine Versammlung von einigen, die über die Religion niemals was gehört haben, die mindestens, glaube ich, niemals mit einem Muslim ein Gespräch geführt haben, die nur allgemein befürchten von einigen Sachen, die nicht real sind. Islamisierung heißt das, wenn mindestens so ein Teil der Bevölkerung auch schon Muslime sind. Wir sind ein sehr kleiner Bruchteil. Sogar in Magdeburg, wir sind weniger als 1%. Weniger als 1%. Wir sind gegen Magida, weil Magida aus falschen Tatsachen Fakten macht und damit ein imaginäres Feindbild erschafft. Ich muss Heiligabend die Predigt im Dom halten zum Weihnachtsfest und ich werde das alte Graffiti zitieren. Dein Christus ein Jude, dein Auto ein Japaner, deine Pizza italienisch, dein Urlaub türkisch, deine Zahlen arabisch und dein Ausländer, dein Nachbar nur ein Ausländer. Ich möchte mit diesem alten Graffiti darauf hinweisen, dass wir als Christen eine ungeheure große Pflicht haben, uns hier für Toleranz einzusetzen. Ich denke, dass eine Islamisierung des Abendlandes ein völliger Nonsens ist. Wir haben hier in Magdeburg 90% Nichtchristen. Was wollen die denn bitte schön an christlichem Abendland verteidigen, wenn sie von diesem christlichen Abendland überhaupt keine Werte mehr übernommen haben? Ich hoffe, dass wir an der Stelle zu einer größeren Toleranz kommen. Und ich hoffe, dass wir zu Weihnachten deutlich machen können, dass dieser Christus, der ein Jude war, als Flüchtlingskind in die Welt gekommen ist und so auch heute zu uns kommen ist. Neonazis und kriminelle Inländer einweisen. Ich freue mich sehr, dass trotz der schlechten Wetter viele Leute hierher gekommen sind und deutlich gemacht haben, sie sind für ein weltoffenes Magdeburg. Es geht nicht darum zu sagen, wir wollen keine Flüchtlinge, sondern es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass gar nicht erst Flüchtlinge sich auf den Weg machen müssen, dass sie vertrieben werden aus ihrer Heimat aufgrund von Kriegen. Die Ursachen für Kriege müssen beseitigt werden, somit auch keine Flüchtlinge, die dann in dieser Jahreszeit bei Kälte unterwegs sein müssen. Gegen Intoleranz, gegen Rassismus, gegen Willkür, gegen Magida. Für Mut, für Menschenrechte, für Gleichberechtigung, für Zusammenhalt. Für dich. Ich bin gegen Magida und Pegida, weil ich der Meinung bin, dass Deutschland, ein Land, welches als größter Waffenexporteur andere Länder wie Saudi-Arabien mit Waffen unterstützt und Kriege damit verursacht, in Syrien und auch in Irak und damit auch Flüchtlinge verursacht, machen soll, dass diese hierher kommen und auch ein Recht drauf haben. Und dass dadurch Leute hierher kommen und dagegen sind, finde ich einfach nicht in Ordnung. Dass sich auch Nazis darunter befinden, ist einfach nicht akzeptabel. Ich bin der Meinung, kein Mensch ist illegal. Nazis reichen es heim. Ich finde es wunderschön, dass sich heute hier mehrere hundert Leute zusammengefunden haben, um nicht nur dagegen ein Statement zu setzen, sondern auch für eine weltoffene Gesellschaft, für Demokratie, für Toleranz und vor allem auch für die Religions- und Meinungsfreiheit. Und es ist sehr schön, dass wir hier in Magdeburg, bevor hier der Magdeburger Ableger dieser Dresdner Bewegung das erste Mal marschiert, als Erster ein Statement gesetzt haben. Und da bin ich stolz auf meine Heimatstadt. Ja. Gemeinsam gegen rassistische Hetze, gemeinsam gegen Magida. Und deshalb bitte ich euch, zur Vernunft zu bleiben,
und vernünftig zu bleiben und mit uns zusammen zu bleiben. Danke ich euch allen. Wir raus aus Deutschland!